1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Und unser Thema heute Nacht heißt, was Frauen wollen. Ich möchte gerne in erster Linie mit euch, den Frauen, den Mädels, reden. Was wollt ihr? Was sind eure geheimen Wünsche bezogen auf Sex, auf Aussehen, auf Karriere? Wollt ihr Karriere machen oder seid ihr eher so auf dem Eva-Hermann-Trip zurück zum Herd? Würde auch gerne mit dem einen oder anderen Mann sprechen und ihn fragen, welchen geheimen Wunsch hat eure Frau, eure Freundin euch schon mal offenbart und ihr wart von den Socken, weil ihr so etwas von eurer Frau oder Freundin nicht erwartet hättet. Also, was Frauen wollen, das ist unser Thema heute Nacht. Ich möchte gerne mit euch Frauen über eure geheimen Wünsche sprechen. Wünsche, die ihr vielleicht bisher noch niemandem bisher formuliert habt und ausgesprochen habt. Heute Abend könnt ihr das, wenn ihr das wollt. 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de plus eure Telefonnummer und dann kann es losgehen. Ich bin sehr gespannt auf all das, was ich jetzt heute Nacht hier zu hören bekomme. Was Frauen wollen. Die erste Frau ist schon da und die erste Frau heißt Gabi. Gabi ist 47 Jahre alt. Hallo Gabi. Hallo? Gabi? Hallo? Hi, Domian. Ja, hallo. Ich dachte schon, du wärst weg. Hallo, Gabi. 47, stimmt das? Ja, natürlich. Das stimmt. Ja. Ja, unser Thema heißt, was Frauen wollen. Was ja, will was Gabi? Frauen wollen? Ja. Was ist dein geheimer Wunsch oder sehnlichster Wunsch? Erstmal möchte ich ein Kompliment an deine Sendung und an dich machen. Sehr nett. Es ist ein ganz wunderbares Zuschauen und dich zu hören ist ganz wunderbar. Das ist ja nett, dass du sagst. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt aber zum Thema. Mein Thema ist, mein Mann ist nicht eifersüchtig. Das heißt, Dein Wunsch wäre, er sollte eifersüchtig sein. Ja, hin und wieder wäre es nicht verkehrt, dass er auch mal eifersüchtig wäre. Stimmt, gebe ich dir recht. Dein Alter und wie lange seid ihr schon verheiratet? Verheiratet 3 Jahre, 8 Jahre zusammen. 3 Jahre, 8 Jahre zusammen. War er denn früher am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt, war er da anders drauf? Nein, er war nie eifersüchtig, für mich offensichtlich nie. Ja. Warum möchtest du, dass er ab und zu mal ein bisschen eifersüchtig zumindest ist? Das kann ich dir sagen, das ist ganz einfach. Um das Gefühl zu haben, dass ich ihm nicht gleichgültig oder egal bin, sondern dass er auch ein bisschen aufmerksam wird und dass er auch gelegentlich mal eingreift, wenn es nötig wäre. Hast du denn da schon mal versucht, das ein bisschen so auf die Spitze zu treiben? Einmal ja. Was hast du da gemacht? Ein Spiel mit einem guten Bekannten, das Problem war nur, dass er absolut nicht drauf eingegangen ist. Im Nachhinein hat er mir nur gesagt, im Jahr 2006 sind die Frauen emanzipiert und wissen, wie sie sich verhalten müssen. Ergo, er hat einfach nicht reagiert, weil er das Gefühl hatte, ich bin alt genug, mich selbst zu beschützen. Das ist ja eine sehr abgeklärte Einstellung. Eine sehr abgeklärte und emotionslose Einstellung. Wie ist er denn sonst so drauf? Hast du das Gefühl denn, dass er dich schon liebt? Ja, selbstverständlich. Das schon. Das ist klar. Doch. Seine Ehe ist ihm sehr wichtig und ich bin ihm auch sehr wichtig. Aber die Eifersucht, die fehlt halt von vorn bis hinten. Was glaubst du denn, was passieren müsste, damit der Knabe wach wird? Damit er es ernst nimmt. Das möchte ich gar nicht wissen. Hallo? Ja, aber jetzt frage ich mich natürlich, wenn er so abgeklärt ist und ihm alles egal zu sein scheint, was du machst, muss doch irgendwann mal... Ja, nein, die wichtigste Frage ist ja jetzt, bist du ihm egal? Ja, gute Frage.
Naja, wenn du sagst, dass er dich schon sehr liebt, dass da schon eine tiefe Bindung ist zwischen euch beiden, dann bist du ihm ja nicht egal. Ja, aber er zeigt es mir doch nicht. Ich kann es nachvollziehen, Gabi. Irgendwie hat man das Gefühl, der andere steht so völlig gleichgültig allen Dingen und einem selbst dann gegenüber. Ja, das Seltsame, das ist es halt, ne? Ja. Dieses Problem halt, man möchte Aufmerksamkeit erringen. Ich habe zum Beispiel in einer Lokalität gearbeitet, wo halt relativ viele Männer auch Umgang so mal in den Arm nehmen und Küsschen hier und Küsschen da. Und ich habe immer gedacht, dass er vielleicht mal so auf die Männer zugeht und sagt, das finde ich jetzt nicht so gut, lass mal meine Frau in Ruhe. Nö, das war für ihn völlig okay. Wenn du, nehmen wir mal an, du hättest eine Nachtgeschichte, einen One-Night-Stand. Wie würde er denn dann deiner... Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Selbst das weißt du nicht. Es könnte auch weiß da noch sein, dass er sagt, naja, okay, komm, Schwamm drüber und es ist gut. Ich weiß es nicht. Hast du ihm das denn schon mal so bekundet? Ja, du hast es ihm bekundet, ne? Dass dich das ein bisschen ärgert. Das weiß er, dass mich das ärgert, dass er nicht eifersüchtig ist. Ja. Das weiß er, ja. Ja. So, jetzt ist natürlich die Grundfrage, wie die gesamte Ehe sonst funktioniert. Ja, normal. Normal. Ja. Du bist nicht unzufrieden. Nein. Auch im Bett und so weiter ist alles völlig okay, ja. Ja. Ist das vielleicht dann nur so eine, ja, vielleicht ist der I-Punkt fehlt da noch, dass er sich ein bisschen mehr engagiert zeigen könnte. Der I-Punkt wäre halt einfach für mich, dass er ein bisschen mehr auf mich aufpasst. Also nicht einengt, nicht ja. so in die Kiste sperren oder ja. in den Glaskasten, sondern ja. einfach so ein bisschen mal schaut und guckt und hin und da vielleicht mal so einen Zeigefinger erhebt. Ja, verstehe. Besteht die Chance... Nicht so ganz alles laufen lassen, sondern auch mal schauen. Ja. Besteht die Chance, dass er diese Sendung heute verfolgt? Wir verfolgen beide die Sendung. Ach, er ist sogar bei dir in der Nähe? Ja, selbstverständlich. Wir reden offen miteinander. Na super, kann ich ihn denn mal eben kurz haben? Ja. Das ist ja ganz toll. Hallo Domian. Hallo, mit wem spreche ich denn? Andreas. Andreas. Ja. Jetzt bin ich ja ganz baff, dass du da um die Ecke gleich sitzt, neben der Gabi. Ja. Was sagst du denn dazu, dass sie, was sie da so beklagt? Naja, bei mir ist genau andersrum. Meine Frau, die ist also voll eifersüchtig. Wenn mich nur eine Bekannte mal anspricht oder meinen Arm nimmt, dann wird sie total sauer. Aha. Ja, und ich sage immer, okay, das sind alles Freunde, da passiert nichts, also ich bin alt genug und ich weiß, was ich mache. Ja. Und bis dahin geht es einen Schritt weiter. Ja. Für mich. Nur hat sie ja gesagt, sie hat irgendwie das Gefühl, dass da so eine Gleichgültigkeit hintersteckt. Ist das so? Ja, sagen wir mal so. Ich bin schon eifersüchtig, ich überzeug es nicht. Ich mache das für mich aber was. Ach, das ist ja eine ganz neue Sache jetzt. Ja. Du bist schon, da wird die Gabe sich jetzt aber freuen. Du bist schon eifersüchtig, aber du zeigst es nicht. Warum zeigst du es nicht? Nee, weil das ist nicht meine Art. Überhaupt nicht. Wann würdest du es denn zeigen? Wann wäre denn der Kaffeepott voll? Ja, wenn es jetzt darauf gehen würde, es geht jetzt Bett oder so mit irgendeinem und ich werde es mitkriegen, dann werde ich schon eifersüchtig, dann würde ich versagen. Also du willst einfach auf, es geht nicht weiter, Ende aus. Ah ja. Also, ja. Das ist doch eine gute Information. Die Gabi aber hört... ich bin nicht so ein Typ da, bei jedem Kleinigkeiten irgendwie... Ja. Also, ich finde ja auch toll, wenn man in eine Beziehung, wenn ein großes Vertrauenspotenzial da ist. Ja. Aber ich finde, den entscheidenden Satz hast du gesagt jetzt. Ja, genau. Im Grunde genommen, bist du eifersüchtig, aber du zeigst es nicht so. Das heißt, das im Grunde genommen... Das will sie nicht wahrhaben. Und das will sie nicht wahrhaben. Und ich kann nicht im Freund... Bitte? Und ich kann nicht im Freundeskreis immer sagen, pass auf, der Freund darf sie nicht in den Arm nehmen oder der nicht. Ja. Der muss sie selber sagen, dass sie sich nicht gegenüber dem Freund, aber das ist doch nicht meine Aufgabe. Ja. Dann mache ich mich ja lächerlich. Ja. Bei den Freunden. Ich verstehe. Also ich glaube, so im Großen und Ganzen ist bei euch alles in Ordnung. Ja. Da muss ich mir nicht so große Sorgen machen, glaube ich. Nein, das nicht. Also liebe Gabi, im Grunde genommen ist er ja eifersüchtig. Er zeigt es nur nicht so. Und wenn es hart auf hart käme, dann würden schon die Fetzen fliegen. Ne? So habe ich es jetzt verstanden. Andreas, genau. Ne? Ja, genau. Ja. Ihr Lieben, ich glaube, das ist soweit alles noch im grünen Bereich, aber man muss ja immer drüber sprechen und nun ist es ausgesprochen, das ist doch wunderbar. Das ist richtig. Ich wünsche euch beiden alles Liebe und alles Gute. Ja, wir dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss.
So, Freunde, unser Thema heute Nacht heißt, was Frauen wollen. Ich möchte gerne mit euch, den Frauen, sprechen über eure geheimen Wünsche oder vielleicht auch nicht so ganz geheimen Wünsche. Dinge, die ihr vielleicht sogar bisher noch gar niemandem gesagt habt und euch heute aufrafft, heute Nacht hier anzurufen und es mir zu sagen. Würde auch gerne mit dem einen oder anderen Mann sprechen, der mir von seiner Frau erzählt. Was hat euch eure Frau oder Freundin vielleicht irgendwann mal offenbart, was sie gerne möchte, und ihr seid vom Stuhl gefallen, weil ihr dieses überhaupt gar nicht gedacht hättet über eure Frau oder von eurer Frau. 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Jana ist hier. Jana ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Jana. Tachchen. Tachchen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, es geht bei mir um Sex. Ich hätte gern mehr Sex von meinem Freund. Mehr Sex. Dass er mehr auf mich zugeht, auf mich eingeht. Wie lange seid ihr zusammen? Ein halbes Jahr, jetzt knapp. Oh, und dann beklagst du ja schon nach einem halben Jahr. Ja. Wie sieht denn euer Sex aus? Also, er ist eigentlich ganz gut gewesen, nur dass es halt immer von mir ausging. Wenn ich halt Sex wollte, dann habe ich mich an ihn rangeschmissen. Ach also so. Nicht nur. Das kann man jetzt nicht so sagen, von ihm ging das auch manchmal aus. Ich habe mich ja auch schon öfters bei ihm beschwert, dass mir das halt zu wenig ist und dass er mir nicht so richtig zeigt, dass ich für ihn attraktiv bin. Also er sagt das zwar schon, aber das kommt dann nicht so körperlich von ihm rüber. Würdest du mehr Initiative von ihm verlangen oder auch noch ganz andere Arten der Sexualität? Erstmal mehr Initiative. Ja. Andere Arten, also da ist er jetzt auch nicht so abgeneigt, das geht bei ihm. Also wenn es dann bei euch zur Sache geht, dann ist es auch okay. Ja. Ach so. Also ist es im Prinzip eine Frage der Frequenz, der Häufigkeit. Und dass es eben von ihm ausgeht und dass er dich anmacht und dass du nicht. Ja, das ist das Wichtigste. Mhm. Wie oft habt ihr denn Sex? Oh mein Gott, ich habe jetzt so gesagt 4-mal in der Woche, 3-mal in der Woche, kommt drauf an, wie oft er bei mir ist. Ja. Aber es geht halt öfters von mir aus und das ist das, was mich stört. Ja. Wie viel Mal würdest du gerne haben wollen? Ach, das ist schon in Ordnung von der Häufigkeit her. Nur er hat mir das halt erst letzte Woche gesagt, letzte Woche oder vor 3 Tagen oder so, dass er halt gar nicht so viel Sex braucht. Ach, und dann das hat er sogar gesagt. So. Ja, weil ich habe mich halt total darüber aufgeregt und ich habe wieder mit ihm darüber geredet. Das heißt, du redest schon offen und hast das schon formuliert. Ja, klar, ich habe ihm schon geschrieben, ich habe mit ihm geredet und irgendwie, ach, es ärgert mich. Wie alt ist er, auch in deinem Alter? Er ist 18. 18? Ja. Und sagt, er braucht nicht so viel Sex? Nö. War das denn immer schon so bei ihm? Ach, ich denke mal schon. Ja. Ich meine, da kommen natürlich jetzt Fronten aufeinander. Wenn der eine mehr will als der andere, wirklich will, dann ist es natürlich ein Problem. Ja, ich meine, er macht ja auch mit, wenn ich dann anfange, aber es ist halt so blöd, wenn ich halt dauernd anfange. Das heißt, wenn du nicht immer initiativ wärst, dann käme das vielleicht einmal die Woche vor. Ja, dann hätten wir auf jeden Fall weniger. Wie oft das dann vorkommt, das weiß ich nicht. Jetzt stehst du da mit der Aussage von ihm, ich bin gar nicht so scharf auf Sex. Richtig. Was machst du damit, mit der Aussage? Na, ich weiß es nicht. Also es ist halt so, je öfters das so von ihm rüberkommt, dann fange ich halt an, mich zwangsläufig für andere Leute zu interessieren. Ich habe mich heute auch schon dabei so ertappt. Ich habe da dran gedacht, mit ihm Sex zu haben. Und dann war das für mich irgendwie so, da kam so das Gefühl, oh nein, das darfst du jetzt nicht denken, weil der will gar nicht so viel. Mhm. Das war total blöd für mich. Also, es kann natürlich sein, dass es stimmt, was er sagt. Es gibt ja Menschen, also Menschen sind unterschiedlich in ihrer sexuellen Aktivität gestrickt. Ja, klar. Aber natürlich kann es auch, man muss es natürlich bedenken, vielleicht auch mit dir zusammenhängen. Ich weiß es nicht. Ne? Also ich bin da ganz offen, der kann mit mir über alles reden, der kann mir sagen, was er will oder keine Ahnung. Als Partner kommt einem das ja natürlich zwangsläufig auch in den Kopf. Liegt es vielleicht an mir? Natürlich. Reize ich den nicht genug? Bin ich nicht sein Typ? Oder findet der mich nicht scharf genug und was weiß ich? Ja, das ist es ja, aber da denke ich halt gerade, dass ich da nur wirklich nicht schlecht bin. Ja. Also ich lasse mir auch meine Sachen einfallen und alles mögliche, aber irgendwann macht es dann halt doch keinen Spaß mehr, wenn man nichts zurückkriegt. Hast du ihn denn gefragt, findest du mich scharf? Ja, das sagt er mir immer wieder. Das sagt er immer wieder? Ja. Ja, man könnte ja die Hoffnung haben, er ist erst 18, dass sich das noch ein bisschen hochtrainiert, das Ganze. Aber der will trotzdem nicht. Das ist ein Problem. Weiß er denn, dass du jetzt schon eventuell darüber nachdenkst, dass du dann aus der Beziehung ausbrichst? Nee, weiß er nicht. Das will ich auch gar nicht, weil er ist so toll, aber es ist halt, es regt mich im ersten Moment erstmal auf. Und dann man kommt sich in der Rolle ja auch blöd vor, wenn man immer anfängt zu baggern. Man muss immer baggern.
Und man fühlt sich dann ja auch gar nicht so begehrt. Richtig. Ja, und das ist natürlich, auf Dauer ist das mies. Auf Dauer ist das sehr, sehr misslich. Ich meine, ein halbes Jahr, vielleicht verändert sich das ja alles noch ein bisschen. Wie gesagt, er ist auch noch sehr jung und ihr seid erst ein halbes Jahr zusammen. Vielleicht kommt da noch irgendwas auf Touren. Ja, aber ich meine, ist er erst 18 und da hat er ja die ganzen Hormone. Eigentlich schon. Ja, ich bin da auch nicht so ganz optimistisch. Ich würde mal an der Stelle noch ein bisschen rumbohren, ob es wirklich definitiv an ihm liegt oder ob es irgendwie mit dir zusammenhängt oder eurer Beziehung. Okay, ich versuche das weiter. Ja. Ich wünsche dir viel Glück. Danke sehr. Meine liebe Jana, alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir über unser Thema sprechen wollt, was Frauen wollen, was sind die geheimen Wünsche der Frauen, eure geheimen Wünsche von euch Mädels, dann meldet euch oder mailt mir unter domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer draufzuschreiben. Hier ist Alessa und Alessa ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Alessa. Hi. Du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet? Ja, ich habe mich auch zu dem Thema gemeldet, auch wenn meine Sache ein bisschen schwieriger ist zu erklären, aber ich versuche es so gut ich kann. Mhm. Also bei mir, also mein größter Wunsch ist, Geld zu haben, sehr viel Geld. Ah. Also ich sage das ganz plump, so wie es ist. Also du wirst schweinereich sein? Was heißt schweinereich? Aber auf jeden Fall reich, ja. Was bedeutet reich für dich? Über welche Summen reich, reden wir? Also, dass man sich keine Sorgen mehr um morgen machen muss. Ach so, also da müsste schon ein Millionchen müsste her. Ja, mindestens. Also Alessas geheimer Wunsch ist 1 Million. Ja, genau. Oder mehr. Oder genau. Natürlich, oder mehr. Auf jeden Fall, ich habe mir jetzt keine Gedanken über die Summe gemacht, auf jeden Fall reich zu sein. Ja. Ja. Warum willst du reich sein? Warum? Ja, das ist jetzt die Sache. Und zwar führe ich ein Leben, was wirklich nicht normal ist. Ich habe mir auch mehrmals überlegt, ob ich bei dir in der Sendung anrufen soll, weil ich wirklich mir jeden Abend anhöre und ja. Wie ist denn dein Leben, was du führst? Ja, mein Leben, wie ist das? Also ich bin abgeschottet von der ganzen Menschheit. Also ich lebe alleine für mich. Ich habe Kontakt nur zu einer Person. Und das seit 10 Jahren, 9, 10 Jahren, ja. Seit 10 Jahren hast du nur Kontakt zu einer Person? Ja. Du bist 24 Jahre alt. Mhm. Ja. Wer ist diese Person? Das fing damit an, dass ich eine sehr schlechte Kindheit hatte, also sehr große Probleme gehabt habe und irgendwann einen Menschen kennengelernt habe durch einen Zufall, die ungefähr dasselbe durchgemacht hat wie ich. Eine Frau? Ja, genau, eine Frau, eine sehr intelligente Frau. Ja. Und die hat dasselbe und das hat uns irgendwie zusammengeschweißt. Also wir haben uns zusammengetan und haben uns... Aber die hast du mit 14 Jahren kennengelernt, oder wann? Ja, 14, 15 Jahren ungefähr. So, in dem Zeitraum ist es gewesen. Und wir haben uns halt zusammengetan und haben uns halt von der ganzen Menschheit abgeschottet. Also wir sind ab dem Zeitpunkt zusammengewachsen. Also wir haben unseren eigenen Humor entwickelt, unsere Persönlichkeit ist also zu einer geworden. Also wir sind fast gleich, weil wir niemanden mehr hatten. Wie alt ist sie? Sie ist genauso alt wie ich. Genauso. Wohnst du mit ihr zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Würdest du sagen, das ist schon dann so eine unglaublich gute Freundin von dir? Ja, das ist halt der einzige Mensch, den ich je hatte. Als du sie kennengelernt hast, hast du dann noch bei deinen Eltern gelebt? Ich habe bei meinen Eltern gewohnt, aber war auch sehr einsam, hatte auch niemanden und kam auch nie wirklich auf die Gesellschaft klar und auf die Menschen. Es war immer für mich so, als würde ich außen vor stehen und die anderen beobachten, also als wäre ich nicht ein Teil von denen. Also es war schon... Lebt denn diese Person, von der du sprichst, die lebt auch so isoliert wie du? Die lebt genauso isoliert wie ich, ja. Und habt ihr jeweils eine eigene Wohnung? Ja, genau. Und von was lebst du? Ja, von gar nichts, also. Ja, du musst ja dein Essen kaufen und deine Miete bezahlen. Ja, dafür, das kriegen wir halt irgendwie hin. Darauf will ich auch nicht weiter eingehen. Aber ansonsten haben wir nichts und niemanden. Also wir hatten nie einen Freund, wir hatten nie Freunde, wir sind nie weggegangen, nie auf Partys gegangen. Also das Ganze kennen wir halt nur aus dem Fernsehen. Ihr trefft euch aber sehr oft? Wir treffen uns nie. Wir telefonieren den ganzen Tag. Also wir telefonieren immer täglich. Und ihr trefft euch nie? Wir treffen uns ganz, ganz selten, wenn wir mal einkaufen gehen, um Lebensmittel zu holen. Und warum trefft ihr euch nicht öfter? Warum besucht ihr euch nicht? Weil wir gar keine Lust, wir haben keine Lust mehr rauszugehen. Es ist einfach... Du sitzt den ganzen Tag in deiner Wohnung? Ja.
Das muss ich doch nochmal, du hast gerade gesagt, da möchte ich nicht weiter darauf eingehen, aber es interessiert mich nun doch schon. Man braucht ja ein Grundbudget, um ein Leben zu führen. Ein bisschen zumindest. Für die, ja, wie gesagt, für die Miete, fürs Telefon und für, ja. Wie machst du das denn? Ja, das will ich halt nicht jetzt erklären, wie gesagt, aber das kriegen wir noch gerade hin. Also den Gang kurz, um was einzukaufen, um irgendwas, eine Kleinigkeit zu erledigen. Hast du denn... Das ist auch ganz schlimm, also rauszugehen. Es ist wirklich eine Qual, also rauszugehen. Ich krieg dann auch Herzklopfen und Herzrasen und habe die schlimmsten Depressionen, um überhaupt vor die Tür zu gehen und auf Menschen zu stößen, ja. Du hast gerade gesagt, seit so langer Zeit habe ich im Prinzip nur zu dieser Frau Kontakt. Ja, das ist der einzige Mensch, den ich habe. Wie ist das denn damals gewesen? Warst du da nicht noch Schülerin, als du sie kennengelernt hast? Ja. Also die Schule hast du beendet? Die Schule haben wir beide abgebrochen, ab dem Zeitpunkt, an dem wir uns kennengelernt haben. Wohnt sie denn auch bei dir in der Umgebung? Ja. Und da huscht man nicht mal schnell rüber zu der anderen in die Wohnung und besucht die andere? Nein. Wir telefonieren halt und sie hat auch selber, also geht nicht mehr raus vor die Tür. Ja, das klingt ja jetzt so ernst, dass dieser Wunsch mit den Millionen für mich erstmal so ein bisschen zweitrangig ist. Wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hättest durch ein Lottogewinn irgendwie ganz viel Geld, würdest du denn dein Leben dann verändern können und wollen? Es ist so, dass ich eigentlich eine starke Person bin. Also ich bin nicht blöd im Kopf oder zurückgeblieben oder irgendwas. Ich war einfach nur ein Mensch, der... wie soll ich sagen, die Arschkarte gezogen hat, genauso wie meine Freundin. Und wir haben uns halt abgeschottet, seitdem wir Kinder sind, also kann man sagen. Und das, was wir sehen, also unsere Beteiligung an der Gesellschaft liegt jetzt am Fernsehen, dass wir Fernsehen gucken und wissen, was draußen passiert. Okay, meine Frage war anders. Die Frage war, wenn du jetzt eine Million bekämst, würde sich dein Leben verändern? Es würde sich verändern, ja. Was würdest du denn dann tun wollen? Ich würde dann einfach aus diesem Drecksleben verschwinden. Also ich würde wahrscheinlich aus Deutschland weggehen, weil mich das alles hier nur unten hält, weil ich hier, seitdem ich denken kann, Leid erlebt habe. Was wäre denn dein Traum? Wo würdest du denn leben wollen? Ich würde einfach mit ihr wahrscheinlich abhauen und weggehen, irgendwo hin. Also das weiß ich jetzt nicht genau, aber das würde sich dann entscheiden wahrscheinlich, wenn das so wäre, was jetzt eigentlich nur ein Wunsch ist. Aber ich glaube, dass die Problematik ganz, ganz vielschichtig ist und sehr kompliziert. Nein, das ist nicht so. Also ich habe mir schon alles überlegt, wie ich es verändern könnte und wie. Und es gibt einfach keine Möglichkeit für mich. Aber ich glaube, wenn jemand 10 Jahre völlig abgekapselt lebt und Angst hat, rauszugehen, ist das nicht... Ich habe auch Angst, also wenn ich irgendwann mal rausgehe, dass mich jemand sieht, der mich kannte, wo ich 12 war und anspricht und dann... Ja, aber für mich ist das alles ein Indiz dafür, dass da ein großes Problem in dir stattfindet und dass da eine große psychische, seelische Not herrscht. Ja, natürlich. Also der Grund, dass ich mich noch nicht umgebracht habe, ist, weil ich Angst davor habe. Und Und da glaube ich, dass viel mehr helfen würde als den 1 Million... glaube ich, dass ein Psychotherapeut viel mehr helfen könnte. Nein, das könnte nicht helfen, Domian. Ich weiß selber, also man kennt sich ja immer selber am besten. Und ich weiß, wie es in mir aussieht und Gespräche und alles Mögliche. Ich bin ja selber in mich hineingegangen. Die Zeit hatte ich ja dafür und ich glaube nicht, dass da ein Therapeut mir weiterhelfen könnte. Aber was wird dir weiterhelfen? Ja, wie gesagt, Geld. Das Geld wird nicht kommen. Die Chance ist relativ gering. Willst du dein ganzes Leben dich in einer Wohnung verkriechen? Ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht, ob ich alt werden will. Also das sowieso nicht. Und wie lange das geht, weiß ich auch nicht. Also vielleicht falle ich ja irgendwann tot um oder so. Das ist mir dann aber auch egal. Aber jedenfalls... Du bist ein sehr, also sehr unglücklicher Mensch. Ja, doch. Der auch sehr, sehr finstere Züge hat. Ja. Was heißt finstere Züge? Also ich komme einfach auf die Gesellschaft und auf die Menschen nicht an. Ja. Klar, also wenn ich rausgehe, wird mir richtig schlecht, also sage ich dir ganz ehrlich. Ja, also, aber das ist natürlich so ein Allgemeingefühl, was ich sehr ernst nehme, wenn du das sagst.
Ich glaube aber, dass das seine Ursachen in deinen persönlichen Erfahrungen hat, die du wahrscheinlich, ja, du hast es ja gerade schon angedeutet, in deiner Kindheit gemacht hast. Mhm. Und sicherlich gäbe es auch eine Hilfe für dich, ja, dass du da rauskommst. Ja, Domian, das hätte was gebracht, wenn man vor 10 Jahren mir geholfen hätte. Aber nach so langer Zeit. Aber du bist erst 24. Manche Menschen beginnen mit dieser Selbsthilfe erst mit Ende 40 und es funktioniert noch. Ja, ich weiß, aber das sind alles Illusionen. Letztendlich, es gibt nichts, was mich da rausholen könnte, außer Geld. Also es ist das Einzige, was mir helfen könnte. Ich weiß es ja, es ist so. Also, du sagst also, wenn es kein Geld gibt, dann will ich gar nicht, dass ich mir selbst helfe. Ist es so? Ja, so ist das. Also. Das ist aber traurig. Ja, ich weiß, es ist traurig, aber ich habe ja nichts anderes. Also. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt kleine Möglichkeiten. Ja, aber die bringen mir nichts. Also. Das weißt du nicht, das hast du mir gar nicht ausprobiert. Guck mal, es ist auch so, dass ich nicht mal vor die Tür gehen möchte. Also. Ja, ich habe es schon verstanden. Also die Situation ist für mich sehr bedrückend, also, die du schilderst. Also mir macht Angst, also sobald ich irgendwie, also ist mir klar, ich einfach nur irgendwo hin müsste zum Psychologen, würde ich jetzt 2 Nächte durchmachen, weil ich Angst hätte, dass ich auf irgendeinen Menschen treffe und mich mit irgendjemandem abgeben muss. Und diese ganze Angst, die würde von mir verschwinden, wenn ich Geld habe, wenn ich mir keine Sorgen mehr machen muss, was morgen ist. Weißt du, Alessa, ich glaube, dass diese Angst nicht weg wäre. Das glaube ich nicht. Das ist eine Illusion, in die du dich da hineingedacht hast. Ja, das Einzige, was wäre, ist, dass ich jetzt nicht jetzt von heute auf morgen, wenn ich Geld hätte, mich jetzt der Gesellschaft zufügen würde, dass ich einfach jetzt ein fröhliches Mädchen, junge Frau wäre, die jetzt einfach rausgeht und glücklich ist. Aber es würde mir sehr viel mein Leben auf jeden Fall vereinfachen. Können wir denn vielleicht einen Versuch starten, dass du zumindest telefonisch mit meinem Psychologen noch ein paar Worte redest? Nee, Domian, ganz ehrlich. Also möchtest du nicht? Wirklich nett gemeint, aber ich weiß, dass es nichts bringt. Also es ist alles, also ich... Ich kann es dir nicht aufzwingen. Ich weiß. Es tut mir sehr leid. Ich würde es, ich fände es so gut, aber wenn du das nicht möchtest, muss ich das natürlich respektieren. Es war schon... toll, dass ich durchgekommen bin und dass ich das wenigstens jemandem mal erzählen kann. Ja, und ich will dir mal sagen, wenn du sagst, dass du so isoliert lebst und so Angst vor Menschen hast, hast du aber ganz toll gesprochen jetzt mit mir. Ja. Für jemanden, der gar nicht trainiert ist im Reden mit anderen Leuten und so. Ja, ich habe mich, ja, ich... Wir machen mal Folgendes. Ich respektiere das, wenn du jetzt sagst, ich will nicht mit deinem Psychologen sprechen. Du kennst unsere Telefonnummer, du kennst unsere E-Mail-Adresse. Wenn du doch das Bedürfnis, vielleicht morgen oder übermorgen oder in ein paar Wochen haben solltest, nochmal zu sprechen mit einem meiner Psychologen, dann meldest du dich ganz einfach und dann machen wir das. Das geht dann nur übers Telefon und völlig unverbindlich. Ja, gut. Ja, sollen wir es so machen? Okay. Liebe Alessa, von Herzen alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Elke. Elke ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Elke, schön, dass du da bist. Ja, danke. Zum Thema, was Frauen wollen. Ja. Ich bin gespannt. Kurz gefasst, ich möchte gerne, dass mein Partner sich sterilisieren lässt. Ah. Ja. Wie alt ist er? Er ist 56, ich 48. Wir haben uns vor 8 Jahren kennengelernt. Beide haben wir erwachsene Kinder. Damals waren sie knapp 20. Mhm. Also, oder kurz vor 20. Also, unsere Kinderplanung ist eigentlich beendet. Ja. Enkel wollen wir uns nicht selbst machen. Ja. Warum möchtest du, dass er sich sterilisieren lässt? Ich meine, du bist auch schon 48. Richtig, ja. Und ich komme langsam in die Wechseljahre. Ja. Im Moment liegt die Verhütung bei mir. Ja. Mit Spirale. Ich hatte hier meine zweite Spirale, müsste bald meine dritte bekommen in einem Jahr. Das heißt, rein theoretisch könntest du noch schwanger werden im Moment, zur so Zeit. Genau. Und das ist genau das, was du auf keinen Fall möchtest. So ist es. Ja. So, jetzt hast du es ihm gesagt? Ja, gut, das ist schon ein ziemlich langes Thema bei uns. Ach. Ziemlich auch am Anfang schon, weil, wie gesagt, unsere Familienplanung ist eigentlich abgeschlossen und es wäre eine sehr große Belastung, nochmal von vorne anzufangen. Ja, das glaube ich. Seit wie vielen Jahren hast du diesen Wunsch schon geäußert? Ja, gut, bei der ersten Spirale, die war noch relativ einfach zu setzen, aber nach dem Wechsel, der war schon unangenehm. Und da hatte ich eigentlich gehofft, dass ich nicht nochmal machen müsste. Das war dann wann? Das war vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren. Und hast du ihm das schon gesagt? Ja. Und wie hat er darauf reagiert? Vom Verstand her, klar.
ist es logisch, keine Familienplanung mehr. Ja. Aber er sagt nicht richtig den Grund. Im Grunde habe ich nur das Gefühl, er hat Angst vor der Operation. Die harmlos ist? Die harmlos ist, weiß er eigentlich auch. Mhm. Die seine Manneskraft auch nicht einschränkt? Ja, aber ich denke, das ist in seinem Hinterkopf. Das ist immer noch so, ja. Das glaube ich auch, dass das bei vielen Männern immer noch so ist, obwohl wir alle informiert darüber sind und tausendmal es lesen können und hören können, dass das mit der Manneskraft nichts zu tun hat, dass man genauso eine Erektion hat und einen Samenerguss wie vorher, dass man eben nur nicht mehr fortpflanzungsfähig ist. Genau. Und dass dieser Einschnitt ambulant gemacht werden kann. Ja. Er kaum schmerzt. Ich habe just gerade einen Freund, also einen guten Bekannten in meinem Umfeld, der hat das machen lassen. Der sagt, das war ein leichtes Zwicken, als er dann da rausging, und das war gut. Mhm. Ja, also ich weiß es von meinen Freundinnen, 2, 3, denen ihre Partner das auch gemacht haben. Mhm. Also keinerlei Komplikationen oder so aufgetreten sind. Ja. Aber versucht nicht mal mit Männern zu sprechen oder nachzufragen, die es dann gemacht haben. Na, es wäre schon mal ein Schritt, wenn er zu einem Urologen ginge und der ihm das mal alles richtig auch medizinisch erklärt. An der medizinischen Erklärung liegt es nicht. Es ist meines Erachtens diese Hemmung, eben seine Manneskraft zu. Okay, aber das könnte der Urologe im Gespräch unter Männern, könnte ihm das ja auch völlig klar darlegen, wie das dann funktioniert. Gut, das ist noch eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit. Also bei jungen Männern höre ich ja eher dann immer so oft das Argument, na, wer weiß, vielleicht entscheide ich mich später doch nochmal dafür, ein Kind haben zu wollen. Ja, da habe ich auch vollkommenes Verständnis dafür. Also ich fände das sehr egoistisch von der Frau, dass es dann verlangen würde, dass er sich sterilisieren lässt. Da gibt es dann andere Verhütungsmethoden ja auch noch. Ja, in eurem Fall aber ist es was ganz anderes. Ne? Richtig, ja, er ist auch 56 und also vor 8 Jahren mit 48 wollte er auch keine Kinder mehr. Ja. Weil es einfach. Also, er ist ein bisschen feige. So ist es, ja. Mhm. In der Richtung schon. Und du musst es ausbaden. Ja. Ja, du hast die Umstände. Weil auch in den Wechseljahren wird man schwanger. Mhm. Die meisten Schwangerschaften, die abgetrieben werden, sind in den Frauen, die in Wechseljahren schwanger werden. Ist das so? Weil sie denken, sie werden es nicht mehr, ja, weil die. Weil ja nicht mehr häufigen Eisprung stattfindet. Ja, ja. Oder eben ganz junge Mädchen, die richtig aufgeklärt sind. Da in diesen 2 Altersstufen werden die meisten Abtreibungen vorgenommen. Vielleicht solltest du ihn nochmal ein bisschen eingehender in ein Gespräch führen und das noch vorschlagen mit dem Urologen. Ja, gut. Das ist ein guter Tipp. Gibt es denn einen Urologen, zu dem er geht? Nee. Im Moment noch nicht. Naja, aber das kann man ja leicht rauskriegen bei euch in der Gegend, wo da ein guter Arzt ist. Und dieses Gespräch ist ja komplett unverbindlich und da kann man hingehen und sich das mal erklären lassen und man kann alle Fragen stellen ohne Tabus und vielleicht macht das dann ja. Ja, ich hoffe es auch. Weil wie gesagt, in einem Jahr, ich möchte mir nicht noch mal eine Spirale setzen lassen. Ja. Es ist einfach zu unangenehm. Mhm. Also, der Knabe muss zum Urologen. Das ist jetzt der erste Schritt, finde ich. Okay. Liebe Elke, alles Gute und einen schönen Gruß an deinen Mann. Ja, danke. Tschüss. Dir auch nochmal. Dankeschön, tschüss. Grüße. Tschüss. Judith ist hier. Judith ist 38. Hallo Judith. Ja, Abend Umia. Ja, du bist klingst aber weit weg. Ja, das liegt daran, dass ich auf der Straße bin. Ah, du bist auf der Straße. Sitzt im Auto? 40 Dollar. Bitte? Im 40-Tonner. Im 40-Tonner? Ja. Das ist ja doll. Fährst du oder stehst du gerade? Ich fahre. Du fährst. Jetzt fange ich auch schon an zu schreien. Ich muss ja gar nicht schreien. Nein. Hast ja keine Freisprecheinrichtung. Nee. Du fährst einen 40-Tonner Diesel. Ja. Das ist ja fett, Diesel. Das Ganze. Das finde ich ja gut. Biodiesel. So, und was sind deine Geheimwünsche, liebe Judith? Oder ja, dein Wunsch? Einen habe ich mir ja schon erfüllt, indem ich die Fahrzeuge fahre. Ich fände es doch zum Toppen ganz angenehm, mal Schwertransporte zu fahren. Schwertransporte? Ganz groß, ganz weit, ganz viel PS. Was ist jetzt ein Schwertransport? Diese, die mit so, ja, wie mit Begleitung und lalülala und Laternen abschrauben und so, dass man durchkommt, sowas. Also diese richtigen Oschi-Dinger, wo gerne Reportagen genau. Im Fernsehen gedreht werden. Ja, richtig. Das reizt mich. Das reizt dich. Noch vom Traum, ja.
Wie lange fährst du denn überhaupt schon LKW? Die großen 8 Jahre. 8 Jahre. Ist ja nun nicht so typisch, glaube ich, für eine Frau. Nach wie vor nicht, ne? Nee. Oder siehst du viele Frauen auf der Straße? Nee, ne? Nee, sind wenig. In den nordischen Ländern, da hast du es häufig. Ach, da schon öfter? Ja, ja, in den nordischen Ländern schon. Aber so Frauen siehst du dann, wenn sie den Führerschein Klasse 2 haben, alte Klasse 2, ja, siehst du in Schulbussen, ne? Aber ja, genau. Meine Nerven nicht aushalten. Ja. Welche Touren fährst du denn ungefähr? Ich fahre Nachttouren. Also Nachttouren immer so zwischen 600 und 800 Kilometer. Dass ich morgens wieder im Heimathafen bin, weil ich halt 4 Kinder damit ernähre. Ach, du hast doch noch 4 Kinder. Und du ernährst die Kinder damit? Ja, 4 Söhne. Und du hast keinen Ernährerpartner an der Seite? Nein, dumm gelaufen, aber ist so. Alleinerziehende Mutter, ja. 4 Kinder und ja. Vollzeitjob als LKW-Fahrerin. Ja. Wow. Wow, da ziehe ich aber den Hut. Da ziehe ich aber den Hut. Dann verstehe ich das auch, dass du dann immer wieder zurück nach Hause kommen möchtest, sonst geht das gar nicht. Ja, deswegen fahre ich ja auch nachts, ne? Das ist auch nicht. Also der Wunschtraum, nur nachts zu fahren, ist es nicht, obwohl die Straßensituation bietet es an. Man kommt sauber und schnell durch, weil nicht so viel los ist. Ne? Nachts fahren halt die fahren können auch. Ja. Und du hast die wenigsten Kinderbetreuungskosten, ne? Und ich bin morgens da, kann die Kinder in die Schule schicken, bin mittags da, kann die Hausaufgaben betreuen und kann sie zu ihren Freunden verteilen und dann. Aber wenn die Babysitter Anweisung geben und dann kann ich wieder auf der Bahn. Du fährst bis um wie viel Uhr morgens? Ja, du kommt immer drauf an, wenn wir Hochsaison haben. Ich bin im Bereich der Getränke unterwegs, dann haben wir da teilweise 12, 14 Stunden Nächte, weil wir so lange Wartezeiten haben. Ja. Wann bist du zu Hause so in der Regel? So in der Regel zwischen 4 und 7. Zwischen 4 und 7. So. Ja. Jetzt hast du die ganze Nacht gearbeitet. Da ist man erstmal fertig. Wann schläfst du? Wenn die Kinder in der Schule sind. Ach, dann bleibst du auf, machst das Frühstück für die Jungs? Genau. Und dann gehen die zum Schulbus und ich fahre ins Bett. Wie alt sind die Jungs? Zwischen 6 und 17. Zwischen 6 und 17? Jo. Nachher habe ich auch einen Kindergeburtstag. Nachher gibt es erstmal Geburtstagsfrühstück. Heute noch? Ja, logisch. Ah, ja. Dann morgen habe ich die Sahnetorte fertig. Aber dann kannst du ja höchstens ein paar Stunden immer schlafen pro Tag. Ja, 5, 6 Stunden, ne? Und dann geht das nachmittags, kommen die Kinder aus der Schule. Ja, ja, genau. Dann wollen die Mittag haben. Ja. Dann musst du noch einkaufen, du musst doch mal putzen und die Wäsche machen. Ja. Oder die Geburtstagstochter. Ja. Und dann abends um 18 Uhr oder so geht Mama wieder ob Jück. Ja. Mann. Aber das ist aber ein hartes Leben, sage ich dir. Finde ich. Ewig kannst du das nicht machen, aber was willst du machen, ne? Also sagen wir mal so, ich habe immer in Teilzeit gefahren, immer dazu verdient. Vor 3 Jahren habe ich den Vater dann sozusagen rausgeschmissen. Ja. Dann bin ich auf 800 Euro gekommen und mittlerweile, wie gesagt, habe ich auch einen Arbeitnehmer gefunden. Arbeitgeber gefunden, muss man ja auch erstmal einen finden, der das so mitmacht. Und wie gesagt, weil die meisten haben ja doch die Meinung, man ist dann unzuverlässig oder die Kinder sind krank und dann passiert irgendwas. Aber wie gesagt, ich habe da doch sehr viel Glück gehabt und bin doch sehr schnell in eine Vollzeitstelle gekommen. Wobei ich dadurch natürlich dann auch wieder Erleichterung habe, ne? Ja, klar. Dann habe ich halt, was weiß ich, Geld für einen Babysitter. Es ist immer so eine Rechnung, man fragt sich manchmal, man müsste sich den ganzen Stress nicht antun. Ein Drittel davon geht auch für die Kinderbetreuung drauf, ne? Ja. Aber immerhin hast du das tolle Gefühl, dass du dein Leben und für deine Familie stemmst, ne? Und dass du alles im Griff hast. Ja, man geht selber vor die Hunde, ne? Also da muss man natürlich aufpassen. Ja, das ist jetzt die Frage, wirklich, wie lange kannst du das machen? Also 8 Jahre, finde ich, 8 Jahre machst du das jetzt schon so, ne, sagst du? Ja, diese Vollzeitnacht mache ich jetzt seit einem Jahr und davor halt so 2, 3 Nächte. Ich meine, das vierte Kind war geboren, den Tag rief die Spedition schon an, wann ich endlich wieder da bin. Ja, ja. Da bin ich halt zu der Zeit, bin ich nachts, samstags morgens um 4 aufgestanden. Da hatte ich 3 Kleinkinder im Alter von, was weiß ich, im halben Jahr, 2 Jahre und 3,5 Jahre, also 3 dicke Kinder, und da bin ich dann halt auch freiwillig aufgestanden. Gut. Aber sag mal, wann hast du denn mal so ein, ich meine, jeder braucht doch mal ein bisschen Zeit so für sich. Kriegst du gar nicht, ne? Hast du gar nicht? Nee, hab ich nicht. Ja gut, Freunde hast du auch nicht, ne? Ja genau, du kannst dich ja auch nie abends mit jemandem treffen, das geht ja nie. Nee. Hast du denn Wochenenden wenigstens regelmäßig? Ja, da arbeite ich immer wieder dran. Also nach 3,5 Jahren klappt es jetzt mit diversen Arschtritten, auf Deutsch gesagt, dass der Vater die Kinder, die 14-tägig nimmt, ne? Also. Dann gehe ich halt Freitag noch auf die Bahn. Bis vor kurzem habe ich auch noch sonntags dann schon wieder auf der Bahn gestanden. Ja. Also, Mann. Also zu lange solltest du das nicht machen.
Deine Gesundheit musst du natürlich auch im Auge haben. Ja, der eine so und der andere anders. Ich meine, da geht dir eher die Psyche kaputt, wenn du mit dem, was so, mit was du dich in der hiesigen Politik und den deutschen System so mit Kindern auseinandersetzen muss, nicht zu verzweifelt eine Wohnung, das reicht den Vermietern zum Beispiel nicht. Mhm. Meine Einkommenssituation ist zu ungeklärt. Kriege ich das Kotzen? Also, ehrlich gesagt, ne, das sind so Sachen, da wirst du, glaube ich, eher krank von. Ja. Also. Wie reagiert denn so deine Umwelt darauf, dass du das alles so in der Hand hast? Rümpfen die Leute schon mal die Nase? Hat immer, das kann die ja gar nicht schaffen, die ist keine gute Mutter? Oder erntest du mehr Respekt? Hört man auch. Nee, beides. Angst, mir gegenüber wird auch sehr viel Angst geäußert. Dir gegenüber? Dass die Leute, ja, weil ich mache das ja alles und ich kann das alles. Und das flößt den Leuten doch, denke ich, so im Geheimen häufig Angst ein, woraus dann oft auch, wie gesagt, ja, Vorwürfe entstehen können, ne? Ja, aber, ja, klar, das ist eine richtige Power. Aber wie gesagt, der eine Sohn ist schon 17, der hat das erste Lehrjahr auch schon hinter sich. Also, die Kinder sprechen für sich, es kann klappen, ne? Ich meine, die sind ja alle zu Hause geboren, die sind alle gestillt worden. Ich war ja eigentlich immer fürs Wichtigste da. Die Grundsteine für die Erziehung legst du in den ersten 3 Jahren, ne? Finden die Jungs das gut, dass die Mama so zupackend ist? Ja, die sind stolz auf Mama. Die sind stolz auf die Mama. Die fahren ja gerne mit, klar. Ja, die können auch stolz auf die Mama sein, finde ich allerdings auch. Wo ist denn eigentlich die Mama im Moment unterwegs? Wo fährst du gerade? Ich komme gerade von Linares und bin auf dem Weg Richtung Braunschweig. Richtung Braunschweig. Ja. Ah, so, jetzt aber nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen. Du hast der Traum, mal mit so einem riesen Schwertransport zu fahren. Ja, weil ich auch die Hoffnung habe, dass es da mal mehr Geld gibt. Ich müsste ja nicht so viel fahren, wenn es mal in diesem Gewerbe mehr Geld gäbe. Ja, wie ist das? Gibt es extra für diese Schwertransporte ausgebildete Fahrer oder kommt man da durch Zufall so ran? Ich denke mal, das sind Erfahrungswerte und Zufälle, ne? Ja. Also denke ich mal schon, also vielleicht, sagen wir mal, also diese normalen Schwertransporte jede Nacht unterwegs, wo du dann von 18 bis 6 Uhr oder was weiß ich, 22 bis 6 Uhr morgens fahren darfst. Ja. Das, ich meine, das ist im Endeffekt eine andere Branche einfach nur. Ja, ja. Ich denke mal, was ich so einfach so mal als Spaß machen würde, wie gesagt, als Spaß, aber auch so als Erfahrungswerte mal zu sammeln, wirklich so, wie sie hier jetzt die letzte Concorde versetzt haben oder so. Sowas, ne? Sowas. Also das würde mich, das würde mich enorm reizen. Ne? Ja. Wenn es mal eine Sache wäre, gut, ein paar Tage kann man die Kinder immer mal ausprobieren, wenn man sie ins Ferienlager schickt. Also steckt dahinter auch so, steckt dahinter auch so der Reiz, das auszuprobieren und an die eigenen Grenzen zu gehen, das ist ja eine große Fahrleistung, die man dann an den Tag legen muss. Also ich denke mal, im heutigen Straßenverkehr mit dem Job und meinem Drumherum gehe ich eigentlich schon häufig genug an meine Grenzen. Ah ja. Also da geht es eher so, dennoch, weiß ich nicht, ich bin halt sehr klein und ich liebe es einfach PS zu bewegen und dann noch solche Mengen, also du hast dann mit der Verladung nichts zu tun, ne? Ja, ja. Ja, also vielleicht, gar nicht runter da, ne? Vielleicht hat uns ja der eine oder andere Spediteur zugehört, der so etwas unbedingt melden. Dann würden wir gerne den Kontakt herstellen, um dir deinen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Das würden wir gerne machen, Judith. Ja, also, nochmal, Respekt vor deiner Lebensleistung. Das finde ich ganz toll, was du machst. Und weiter so und viel Kraft und weiterhin so viel Power, dass du dich da durchboxst überall. Klar. Müssen wir ja. Ich musste mein Leben lang schon boxen, dann kriege ich das jetzt auch noch weiterhin. Liebe Judith, gute Fahrt. Okay. Ja, komm danke. Gut an. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die kostenfreie Telefonnummer, wenn ihr uns hier live erreichen wollt zu unserem Thema, was Frauen wollen. Isabel ist hier. Isabel ist 30. Guten Morgen. Guten Morgen, Romian. Guten Morgen, Isabel. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ja. Was ist dein Wunsch oder vielleicht sogar geheimer Wunsch? Mein geheimer Wunsch ist eine echte, feste und ehrliche Beziehung, die ich im Moment leider gar nicht erlebe. Eine feste und ehrliche Beziehung? Richtig. Hast du denn im Moment eine Beziehung? Ja, ich bin verheiratet seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Und das ist eine feste Beziehung, aber keine ehrliche Beziehung? Nee, habe ich so herausgefunden, dass es das nicht ist. Du bist unglücklich? Ja. Unzufrieden? Genau. Warum? Anfang des Jahres hatten wir schon Probleme in unserer Ehe. Mhm. Da spielte eine andere Frau eine Rolle. Und ich dachte eigentlich, dass wir das unter Kontrolle bekommen haben. Und heute habe ich dann in seinem Handy eine SMS gelesen von einer Frau, die haben wir kürzlich erst kennengelernt, der ich mich auch eigentlich anvertraut habe, mit der ich über ihn gesprochen habe, über die Probleme, die wir miteinander haben. Mhm. Und
die haben sich heute anscheinend getroffen, so wie ich das aus der SMS gelesen habe. Ja. Das heißt, dein Mann geht wahrscheinlich munter fremd. Immer, richtig, genau. Immer wieder mal. Ja, also wie gesagt, ich weiß nur von diesen zwei Frauen Anfang des Jahres, das war eine Arbeitskollegin. Ja. Und jetzt halt eine Freundin, die wir kürzlich erst kennengelernt haben. Was stand denn irgendwas Verräterisches in der SMS? Ja, nach seinem Dienstschluss, also nach Arbeitsende, ja. Das war kurz nach 6 Uhr, ja. Stand dann, ich stehe an diesem Biergarten, es hat noch nichts auf, die wollten wohl was trinken gehen, mhm. Und dann können wir ja erstmal knutschen. Ach, das stand in der SMS schon drin. Richtig, genau. Dann ist ja alles klar, ne? Richtig. Mhm. Du hast ihn daraufhin schon ansprechen können? Nein, noch nicht. Noch nicht. Ist er noch weg, immer weg? Nein, es liegt im Bett und schläft. Wie war denn das, als er für ihn nach Hause kam? Ja, er war sehr aggressiv und schlecht gelaunt und hat versucht, schlechte Stimmung zu machen. Ja. Also das kenne ich schon. Wenn er nicht mag, und dann ist er halt schlecht drauf und... Warum hast du ihn nicht angesprochen vorhin auf die SMS? Das habe ich erst danach gelesen, also... Ach so. Nach diesem ganzen Streit. Ach so. Ne? Ja. Also nach dieser schlechten Stimmung, mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, was ist denn jetzt los? Dann bist du an sein Handy gegangen? Ja, richtig, genau. Er ist an den Computer gegangen, hat ein bisschen gespielt und dann habe ich halt so ein bisschen gelesen und dann ist mir das halt... Ihr habt keine Kinder? Doch. Doch? Wir haben eine Tochter, die ist 2 Jahre. Das heißt, die kriegt die ganze schlechte Stimmung mit 2 Jahren, kriegt man das schon irgendwie schon? Ja, mit? Doch, mhm. Richtig, genau. Also gut, wenn wir uns streiten, versuchen wir es schon ziemlich im Zaum zu halten, aber... Wie oft streitet ihr? Ja, in letzter Zeit war es ziemlich oft. Wann warst du das letzte Mal mit deinem Mann glücklich? Eigentlich schon so die letzten 2 Wochen. Also wie gesagt, es gab immer wieder Streit und wir haben immer wieder geredet und ich habe ihm versucht zu erklären, was ich möchte und habe versucht, darauf einzugehen, was er möchte. Mhm. Und Also gab es dann doch immer wieder mal auch gute Momente? Ja, doch. Also in den letzten 2 Wochen war ich halt einfach auch sehr froh, weil er sich sehr viel Mühe gegeben hat. Das habe ich auch gemerkt. Ja, aber jetzt dann wieder die SMS, ne? Richtig, das macht das alles kaputt. Richtig, auf einen Schlag. 2 Jahre verheiratet und wie lange kennt ihr euch schon? Kennen können wir uns schon seit der Realschule, also so, über 12, 13 Jahre. Ach so. Mhm. So lange? Ja, es war mein erster fester Freund. Ja. Weinst du gerade? Ja, weil ich liebe diesen Menschen und... Bist du für ihn auch eigentlich so seine erste feste Freundin, Frau? Mhm. Auch? Ja, eigentlich schon, ja. Das ist natürlich oft problematisch, wenn man die erste Liebe quasi gleich heiratet. Ja, wir waren, nachdem wir das erste Mal zusammen waren, waren wir 10 Jahre getrennt. Ach so. Ja, richtig, ach so, genau. Ihr habt eure Erfahrungen schon sammeln können noch mit. Richtig, genau. Ach so. Mhm, genau, wir waren dann getrennt und haben uns dann auf dem 10-jährigen Klassentreffen wieder getroffen. Ach, das ist ja toll. Und dann hat es halt wieder sofort gefunkt. Genau, ich hatte damals eine Beziehung, die war schon 8 Jahre und er hatte eine Freundin, mit der 6 Jahre zusammen war. Mhm. Aber wir haben uns sofort wieder ineinander verliebt und. Also du bist, so höre ich das jetzt, du bist sehr unzufrieden und unglücklich, aber dennoch liebst du diesen Mann. Ja, über alles. Über alles. Genau. Was vermutest du denn, was er für dich noch empfindet? Er sagt mir immer wieder, dass er mich über alles liebt und dass er nur für mich und für unser Kind da ist, dass er alles für uns tut und das glaube ich ihm auch. Also er bringt das auch sehr ehrlich rüber. Aber irgendwas stimmt nicht. Richtig, genau. Irgendwas stimmt nicht. Wie, genau. Wäre er zugänglich für die Idee, zu einer Eheberatung zu gehen? Nein. Warum nicht? Das habe ich schon mal angesprochen und das hat er sofort abgewehrt. Hat das begründet? Nicht so richtig, nee. Das ist immer so merkwürdig, wenn die Leute es abwehren, ohne es zu begründen. Richtig, dann wird man natürlich misstrauisch. Warum will jemand das nicht? Ja, vielleicht, du wirst ihn wahrscheinlich jetzt auf die SMS ansprechen morgen, ne? Oder in den nächsten Tagen. Ja, ich weiß es noch nicht. Es ist halt auch das Problem, weil genau diese Frau, wie gesagt, der habe ich mich auch anvertraut, weil wir halt hin und wieder sehr heftigen Streit hatten und
ja, sie war halt so lieb und nett und ist direkt auf mich zugegangen und hat mir zugehört und deswegen habe ich sie halt angerufen, wenn wir Stress hatten und gerade das jetzt zu erfahren, dass, dass sie das ist. Ja. Wir haben gestern haben wir noch telefoniert und es war so ein nettes, liebes Gespräch. Aber du zweifelst oder zögerst nicht, ihn anzusprechen, oder wie verstehe ich das jetzt? Ja, nein, ja, ich habe in der Situation Anfang des Jahres, was da war mit seiner Arbeitskollegin, da habe ich ihn sofort drauf angesprochen und da hat er es versucht, so ein bisschen abzuwehren und ne, so ein bisschen runterzuspielen, da wäre ja nichts und naja, dann habe ich ein bisschen weiter nachgeforscht und dann ist halt alles rausgekommen. Dann hat er auch alles zugegeben, aber ich habe halt keine Lust auf noch mehr Stress und ja, aber Judith, was heißt das? Den Stress hast du ja in deinem Herzen schon. Ja, durch das Lesen, ich meine, du hast in seinem Handy rumgewühlt, das tut man auch nicht. Nein, das ist ja richtig, aber. Da gibt's natürlich auch wieder Ärger, dass du das gemacht hast, zu Recht auch. Aber nun hast du es gemacht. Aber warum ist er nicht ehrlich zu mir? Ich habe alles gegeben für unsere Beziehung, für unsere Ehe. Und genau das ist der Punkt, den man, wenn beide willens sind oder wären, dass die Ehe wieder gekittet wird, dass sie gerettet wird, müssen beide wirklich die Karten auf den Tisch legen. Ja. So, und das müsstest du ihm jetzt nochmal so klar machen, dass dir daran sehr viel liegt, das zu tun und das geht wahrscheinlich nur in Anwesenheit einer Fachbegleitung. Und da hat man ja wirklich nichts zu verlieren, sage ich immer. Ja. Und wenn er, wenn ihm was an dir und an euch liegt, müsste er ja auch etwas riskieren. Und riskieren würde in dem Fall bedeuten, dass er da über seinen eigenen Schatten springt, wenn ihm das unangenehm ist, vor einer fremden Person darüber zu sprechen. Aber so kann es ja nicht weitergehen. Du wühlst in seinem Handy, was schon nicht sein darf. Dann kommt etwas raus, was auch nicht sein darf. Also das ist ja ein fürchterliches Kuddelmuddel und du bist schlecht drauf, er ist schlecht drauf, da bauen sich die Aggressionen immer mehr auf und irgendwann knallt es vollends bei euch. Also sprich es an, gestehe, dass du darin gewühlt hast, geschnüffelt hast in dem Handy. Und dann soll er Stellung beziehen zu der SMS, dass die Frau sagt, dann können wir erstmal knutschen. Ich meine, eindeutiger geht's ja fast gar nicht mehr. Nee. Ja, er schreibt zu ihr, hey Süße. Und ja, also ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Mhm. Ich würde dir gerne mal von meinem Psychologen eine Eheberatungsstelle in deiner Gegend geben jetzt. Dann könnt ihr das ja überlegen. Oder du kannst es vielleicht auch alleine versuchen, erstmal dahin zu gehen, wenn er nicht mitkommt. Ich bitte dich aufzulegen, Judith, und der Peter, mein Psychologe, ruft dich an. Ja. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss, Judith. Tschüss. Isabel? Ja. Ach, entschuldige bitte, ich habe hier noch Judith stehen. Stimmt, Isabel, entschuldige bitte, das ist jetzt ganz dumm gelaufen. Isabel, entschuldige bitte. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Danke schön. Tschüss. Und hier ist Mario. Mario ist 26 Jahre alt. Hallo, Mario. Guten Morgen, Domian. Der erste Mann heute. Ja. Der erste Mann in unserer Sendung, was Frauen wollen. Ja, es geht um mich und vor allem um meine Freundin. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich bin seit 4 Monaten auf Montage. Fahre jetzt alle 14 Tage oder manchmal jede Woche runter wieder. Wie weit entfernt ist das von deiner Wohnung? Also das, wo ich jetzt bin, ist München. Ja. Also Bayern. Ja. Und Sachsen-Anhalt. Und Sachsen-Anhalt, naja. Und deine Freundin wohnt in Sachsen-Anhalt? Genau. Ja. Wohnt ihr zusammen? Nein, sie wohnt zu Hause bei ihren Eltern und ich wohne alleine. Wie alt ist sie? 24. Ja. Ja, und wir haben selten Sex. Miteinander. Am Anfang war es mehr. Wie lange seid ihr zusammen? Ein Jahr. Ja. Und sie möchte einen Dreier. Sie möchte einen Dreier? Egal, ob Mann oder Frau. Ach, das ist ihr egal? Ihr egal, sie ist bi. Ja. Und sie hat es schon mal gemacht mit einer Frau und noch mit einem Mann vor mir. Ja. Und vielleicht ist sie da drauf gekommen, weil ich selten mit ihr Sex habe. Das kam mal am Wochenende, vor 3 Monaten ungefähr kam das mal. Ja. Und ich habe gesagt mit einem Mann nein, weil ich sage das von mir aus, ich habe es mal probiert. Ach, du hast auch schon mal einen Dreier ausprobiert?
sonst kann ich ja das nicht beurteilen. In welcher Konstellation? Zwei Männer, eine Frau oder zwei Frauen, ein Mann? Nein, das war so. Also zweimal muss ich dazu sagen. Einmal alleine mit dem Mann. Mhm. Also Mann, Frau? Nee, Mann. Also ich und ein Mann. Achso, du bist auch bisexuell? Nein, ich hab's mal ausprobiert. Achso, du hast es mit einem Mann mal ausprobiert, allein. Es ist aber nicht passiert. Also es ging nicht nach oben. Ja, verstehe. Mhm. Und dann habe ich es nochmal ausprobiert mit einer Frau und einem Mann. Ja. Und da ging's. Ja. Aber es hat mir echt nicht gefallen. Es ist ja okay, einen liegt, einen anderen liegt es nicht. Ja. Und da habe ich gesagt, nein, ich mach's mit einem Mann nicht. Ja. Und bei einer Frau kann man drüber reden, aber sie will die Frau ja selber aussuchen. Ja. Aus dem Chat, jetzt will alles planen mit Essen und Trinken. Ja. Und ja, und nach mir nach Hause holen. Ja. Und dann soll ich da mit einer anderen Frau noch schlafen. Und das kann ich nicht. Ich kann da nicht mit einer fremden Frau schlafen, die ich nicht kenne. Ja, aber man könnte doch vielleicht einen Kompromiss finden, indem ihr zusammen diese Frau, wo auch immer, aussucht. Ja, da muss das aber von beiden Seiten, ne? Wie soll ich sagen, stimmen. Also ich muss es wollen, sie wird sowieso. Ja. Okay, viele Männer träumen davon, zwei Frauen im ja. Bett. Also so rein theoretisch könntest du dir das vorstellen, mit zwei Frauen was zu machen? Ja klar, könnte ich mir das vorstellen. Ja, dann ist das doch schön. Ja gut, dann ist es doch gar nicht so problematisch. Dann besteht doch nur das Problem darin, dass sie, deine Freundin, diese Frau aussuchen will und du weißt dann nicht, wen sie aussucht. Dann sucht doch gemeinsam diese Frau für den Dreier aus. Ja, aber wo findet man eine Frau? Naja, da wo deine Freundin auch suchen würde, wahrscheinlich irgendwo in irgendwelchen Chat-Räumen. Das ist richtig, aber ich bin bei so einem Chat immer zwiespalten. Man weiß nie, was dahinter ist. Ja, hast du recht. Klar, aber da kann man ja auch vorsichtig rangehen. Ich bin der Meinung, man geht lieber raus, guckt da in so eine Bar, da wo ja, in ist doch auch Bipa, ja. Da würde ich hingehen. Ja, und will das deine Freundin nicht? Sie aus dem Chat, die geht nicht gerne so in so eine, wie heißt das? Ja, hör mal, ihr macht euch aber das Leben auch schwer. Weil sie sich nicht so outen möchte. Naja, dann kannst du ja erstmal die Frau anbaggern und dann sieht man mal so weiter. Also, du bist seit 4 Monaten auf Montage, sagst du? Ja. Wie oft bist du dann zurück in Sachsen-Anhalt? Ja, Sonntagabend bleibe ich. Also immer am Wochenende? Ja, und Sonntagabend haue ich ab. Ja, ist ja auch schon mal eine ganz gute Frequenz, also am Wochenende bist du da. Ja, wir haben dann eben Sex, das ist auch bombastisch. Ja. Und sonst machen wir Telefonsex, was soll man sonst machen? Also, also seid ihr beide schon sehr schön aktiv und rege in Sachen Sex. Und jetzt äußert deine Frau den Wunsch eines Dreiers. Sie will das doch nicht immer machen, nur mal, ne? Sie möchte das mal machen. Was heißt mal? Wenn die Partnerin, also jetzt, die dann dazukommen soll, ja. Das möchte dann auf Dauer. Aber nicht jedes Mal, wenn ihr, auf Dauer schon, aber nicht jedes Mal, wenn ihr Sex habt. Aber ein Kontaktplan, dass man sich vielleicht einmal im Monat trifft. Oder also wenn es deiner Freundin so wichtig ist und du generell der Sache nicht abgeneigt bist, dann macht es doch mal. Dann macht euch den Kopf, wie ihr zusammen eine nette Frau findet und dann ist die Sache doch gelöst. Ja, abgeneigt bin ich nicht und dann muss ich mich mit ihr mal jetzt heute Abend vielleicht mal am Telefon oder am besten am Wochenende. Dann genau. Da spricht man mal ganz klar drüber, was man da so möchte und wie man das angeht, wo man vielleicht in Sachsen-Anhalt eine knackige, nette Frau findet. Und dann wird das mal ausprobiert. Und wenn das nichts ist, na gut, dann war es halt nichts. Ja, probieren soll man es immer und ansonsten, wenn es eben nicht gut war, dann lässt man es sein. Genau. Mein Lieber, Mario, dann wünsche ich viel Erfolg und gutes Gelingen. Und mach weiter so. Dankeschön. Tschüss, Mario. Ciao. In der Technik war heute Nacht Michael Verhoeven. Morgen ist Mittwoch, da haben wir wieder eine freie Themennacht. Dann könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und am Donnerstag ist wieder eine Themennacht und da ist das Thema Ekel. Nächsten Donnerstag, also übermorgen, diese Woche Donnerstag. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht.